Willkommen, liebe Freunde vom Modell Pilot EU. Hier, wir waren auf der Messe und einer unserer Inserenten ist Matthias Krick. Klaus Krick ist sein Vater und Matthias Krick hat seit Jahrzehnten jetzt auch dieses Familienunternehmen, was ich glaube über 60 Jahre schon eine feste Größe im Modellflug ist. Und er ist spezialisiert für super tolles Werkzeug. Er ist spezialisiert auch im Schiffsmodellbau, wisst ihr, mit den vielen kleinen Spanten und was da alles gemacht wird. Und durch diese Spezialisierung ist er auch, was Modellflug anbelangt, auch unsere Anlaufstelle für Werkzeug und auch Innovationen, die im Hinblick ja herausgefunden hat und auch vertreibt. Ganz toll. Deswegen, ich habe einige Sachen bei ihm am Stand gesehen, habe gesagt, das müssen wir zeigen. Das ist was ganz Fantastisches. Und deswegen habe ich jetzt erstmal so ein paar Modelle hier liegen, zum Beispiel hier. Die kennen wir, das ist mir die Schnauze hier vorne abgebrochen, das ist von Tomahawk Design, die Viper Jet. Und ich habe sonst so ein paar Schäden hier dran, die durch das wirklich jahrelange Fliegen, ich habe die jetzt das dritte Jahr, glaube ich, so entstanden sind. Also ich habe versucht, im Messerflug, Tiefflug, dem Boden, sagen wir mal den Ameisen, zu zeigen, wo die Eingänge sind für die Maulwürfe. Der muss sich nicht wundern, dass hier auch mal die Nase abbricht oder die Haube kaputt geht. Also gegen Haube hat man nichts, da kann man nur verkleben oder neu kaufen. Aber wenn man hier vorne die Schnauzen kaputt hat und so weiter und so fort, da habe ich was bei Krick gefunden. Oder hier, ich habe hier ein bisschen Schiffbruch erlitten, hier habe ich so eine Lücke, die muss man einfach mit Depron nochmal neu hinkriegen. Diese Lücke ist entstanden, indem ich einfach, mein Sohn ist in die eine Richtung geflogen, ich bin in die andere Richtung geflogen und prompt, wie es ist, eine Turnhalle trifft man sich. Ne? Und schon hat man da ein Loch drin. Wie gesagt, diese Sachen kann man wieder herstellen und auch härten mit bestimmten Elementen. Da will ich euch etwas zeigen. Auch wenn man zum Beispiel Rümpfe haben, die unten drunter so verschrammelt sind wie hier, ne? Seht ihr, das hat sich da alles so ein bisschen mit der Zeit mal aufgelöst. Das kann man jetzt wirklich schön nacharbeiten und zwar mit folgenden Elementen. Das, was ich hier gefunden habe, das nennt sich Wonderfill. Das kann man für Balsaholz nehmen, für Holz und das ist einfach ein Einkomponentenfüller, der ist weiß, riecht nicht und den kann man dafür nehmen, also Hautkontakt vermeiden natürlich, ne? Den kann man dafür nehmen, um jetzt hier diese Elemente nachzuformen. Ja? Und das ist, wir schreiben jetzt hier, das schreiben wir drauf, zack, 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 wo ist, haben wir Deutsch? Spanisch, Französisch, Deutsch, ja. Strapazierfähiger Leichtspachtel, Wonderfill ist ein guter, schleifbarer Leichtspachtel, der kleine Risse und Lücken in Hartschäumen, Holz etc. schließt. Krümmelt nicht, überstreichbar mit Form Amor, da kommen wir gleich zu, das hier. Und für bessere Oberflächengüte vor dem Lackauftrag. Ja? Einkomponentenspachtel kein Mischen, Einkomponentenspachtel kein Mischen, schon doppelte. Höhere Festigkeit als andere Leichtspachtel für Holz, Hartschaum etc. Reinigung mit Wasser, leichten Auftrag, kann mit Finger geglättet werden, zäh, elastisch. Und dann ist es nach kürzerer Zeit so wie hier auch der Kunststoff zäh, elastisch. Drauf. Nun, was kommt danach? Wenn wir das jetzt hier die Schnauze gemacht haben, haben es geschliffen, dann wollen wir ja auch die Form, das sieht ja hässlich aus, ne? Wisst ihr, wir müssen ja auch wissen, dass wir, wenn wir dann die Schnauze kaputt haben, dann müssen wir uns einen neuen Rumpf kaufen. Ja? Und bevor ich einen neuen Rumpf kaufe, dann fliege ich wieder so weiter. Aber dann schäme ich mich auch ein bisschen, ja? dass ich so ein schönes Modell, oder ich habe ja auch Dellen drin, die kriegen wir ja ganz schön leicht damit raus. Ne? Und damit das ganze Ding dann auch nochmal dann ein bisschen härter wird, ja, da gibt es dieses Form Amor. Formliebe. Na gut. Was schreiben die dazu? Versiegelung für Hartschaum und Holz schafft eine harte und widerstandsfähige Oberfläche. Das ist auch sinnvoll. Ihr könnt das aufbringen, hier unten am Rumpf oder da. Wenn ihr jetzt nicht irgendwelche Formteile habt, ja, es gibt ja von den Herstellern Formteile, da würde ich darauf zugreifen, aber viele haben das einfach nicht. Und dann, wenn ihr dann hier mit diesem Füller, mit dem Wonderfill dann gearbeitet habt, dann streicht ihr das drüber. Ich lese das mal vor. Versiegelung für Hartschaum und Holz schafft eine harte und widerstandsfähige Oberfläche auf Hartschaum und Holz, ideal für
den Einsatz von Hartschaum und Holz bei der Gestaltung von Landschaften und beim Bau von Flugmodellen. Also Oberfläche sauber anschleifen, ja, mit einem Pinsel gehen wir da drüber, einen Spachtel und so Schwamm auftragen, trocknen lassen nach 20 Minuten und nach Bedarf noch eine zweite Schicht drüber gehen. Ne? Und die Ergiebigkeit von 200 Milliliter, die wir hier, 250 Gramm, also 250 Milliliter, sind ausreichend, um 1 Quadratmeter zu bearbeiten. Also, sehr ergiebig das Zeug. Wie ihr gehört habt, wird das auch irgendwie im Funktionsmodellbau, für den Landschaftsbau auch genutzt. Es ist schön. Es ist ein Zeichen, wir können hier unsere Modelle wieder dorthin bringen, wo sie waren. Nämlich so in Richtung der Form, wie sie aus dem Baukasten gewöhnt sind. Und dann haben wir dann auch einen Haufen Geld gespart oder wir können unsere Sachen wieder richtig schön machen, die wir so herzhaft auch dann lieben. Dann gibt es hier EC-Code. Also, was haben wir bisher gemacht? Wir sind hingegangen, haben zwei Komponenten Epoxidharz genommen und haben dann große, schwere Laminate dann reingemacht. Da bleiben wir noch beim Epoxidharz. Aber wenn es in der Feinbearbeitung geht, wenn wir es hier zum Beispiel hier die Sache verstärken wollen, ne, dann streichen wir das mit EC-Code, ja, ein. Und wenn wir es eingestrichen haben und es angetrocknet, dann schleifen wir das Ganze so ein bisschen drüber mit 400er Papier, nehmen eine 25 Gramm Matte, ja, schneiden die schön aus, zack, und streichen die ein. Ja. Dann haben wir eine knallharte Oberfläche. Die ist so knallhart, das ist unglaublich. Ich habe da eine Probe gesehen, also das war schon toll. Und das sind so Komponenten, die ich euch mal hier aus dem Hause Krick mal nahelege. Die kriegt ihr da, die haben, das ist von Deluxe Materials und das hat Krick im Shop. Ja, wir haben ja einen Banner hier oben, dann klickt ihr mal drauf, geht in meinen Shop rein und dann besorgt euch das Zeug und ihr werdet sehen, ihr habt Spaß damit, das umzusetzen. Und wer dann noch nicht genug hat, ja, der kann dann die Sache noch mit einem 2K-Lack machen. Der ist ganz schnell trocken, der ist auch nach 20 Minuten ist der trocken und schleiffähig. Den könnt ihr sogar in eine Airbrush reinmachen. Und das ist klar. Und hat eine Pipette, damit könnt ihr hier auch exakt das rausholen. Ist ein Maß, 25 Milliliter, 50, 75. Das kippt ihr dementsprechend raus und holt euch dann über den Härter, damit der Pipette die entsprechende Menge heraus und das ist aber auch schon hier angezeichnet. Ja? Und dann kriegt ihr dann auch eine fantastische spritfeste Oberfläche hin im Nu. Wofür Krick noch ganz, ganz, ganz bekannt ist, und das ist ja das, worauf es bei uns ankommt, ist für hochqualitatives Werkzeug. Ja, ich bin nochmal dahin gegangen und Krick vertreibt die Sachen. Ich habe das gleich ausgebaut und gleich testen müssen. Ihr wisst ja, bei Werkzeug, da ist ja jeder Modellflieger, hat er so seine eigenen Favorites. Ne? Und hier hat er Modelcraft Werkzeuge. Ja? Ich habe jetzt nur einige ausgesucht. Das sind über 150, 200 oder noch mehr im Sortiment an hochqualitativen Werkzeugen. Und diese hochqualitativen Werkzeuge will ich euch ein paar zeigen, die mir einfach spontan aufgefallen sind, die gut nutzen können. Einmal ist das die Säge. Die Säge hat mehrere Vorteile. Sie ist biegsam, seht ihr, so. Da kann man zum Beispiel zwischen Rumpf und irgendwie in Befestigung, nehmen wir mal an, wir haben dort einen Spant eingebaut, ne? Oder eine Wante eingebaut. Die können wir, oder wir haben etwas, was ja, durch eine Platte durchgesteckt worden ist, was aber von der einen Seite dann bündig abzusägen ist. Dann gehen wir dahin und sägen es ab. Und zwar so. Ja? Dann können wir das so absägen. Seht ihr? Es gibt keine Schädigung hier drauf. Ihr könnt es aber bündig absägen. Und das ist deswegen gut, weil der hat keine Schränkung. Also ganz, wenn man hier so guckt, der hat keine Schränkung hier in diesem Blatt drin. Das heißt also, die Zähne sind nicht so miteinander verbunden. Deswegen kann man auf einer glatten Oberfläche kratzfrei da drüber gehen. Das ist doch herrlich, ne? Und man kriegt dann ja, die Sache, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, das ist ein Stück Werkstatt und wir haben hier unten ein Loch eingebohrt und einen Buchenstab drin. Und der Buchenstab muss jetzt bündig zum Profil abgeschnitten werden. Dann gehen wir da einfach hin, drücken auf der einen Seite runter und hier auf der einen Seite runter und dann sägen wir im Profil genau
dann auch die Buch- und Einlagerung genau da ab. Also ein Werkzeug, wo es wirklich gut zu nutzen ist. Was ich direkt in meiner Werkstatt ausprobiert habe, ich habe natürlich eine Fräse, Säge und alles da, aber ich habe das Element genutzt, um mal den als Ersatz einer Stichsäge zu nutzen. Ne? Also ihr müsst aufpassen, das Ding verknickt ja auch natürlich schnell, aber den Vorteil, weil dieser Steg, es gibt ja auch welche, die haben einen Steg bis da oben, ja, kriegt ihr einen sauberen, geraden Schnitt geführt, wenn ihr den immer nur senkrecht runterzieht. Ne? Also nicht nach oben, sonst verhakt sich das und verknickt das, wie es mir hier schon passiert ist. Ja. Also ihr müsst immer runterziehen und dann kriegt ihr durch diesen Weg, der hier ist, einen sauberen Schnitt, genau an der Linie entlang, die ihr vorher gemacht habt. Ne? Ihr könnt so beginnen, so schön den Schnitt entlang und dann könnt ihr unten eintauchen in das Material sozusagen und dann weiter sägen. Und weil hier dieser Steg, der die Stabilität hier hat, nicht bis oben hin hochgeführt ist, habt ihr nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Freiheit weiter zu sägen. Ne? Ihr könnt dann durch das ganze Material so durch. Ein tolles Werkzeug. Ja? Dann habe ich etwas gefunden, das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Feile, die ist hier mit Diamantstaub belegt. Ich habe die gequält. Ich habe Federstahl genommen, ich habe also wirklich genommen. Und bevor ich euch etwas zeige, was wirklich nicht nutzbar ist, aber das ist sowas von toll. Und zwar läuft das spitz zu wie so eine Messerklinge, ja, und ist in der Mitte dicker. Jetzt könnt ihr verschiedene Feilungen machen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch etwas, wenn ihr einen Riss irgendwo habt, mit diesem Element genau ein bisschen in den Riss erweitern, Füller hineinbringen und streichen. Das konnte man früher gar nicht so richtig gut. Da hat man alles Mögliche an Werkzeug gehabt, um das dort auch in die richtige, ja, in die richtige Bahnform dann auch herauszubekommen. Das ist einfach ein tolles, vielseitiges Werkzeug. Und weil es ja immer dicker wird, kann man sich auch die richtige Rissgröße, Rümpfe, GFK-Rümpfe, die gerissen sind, ja, die einen Knacks weg haben. Zum Beispiel ein Seitenleitwerk. Hinten das Seitenleitwerk ein bisschen angeknickt und da haben wir dann das Gelcoat oder das Vorgelat. Das ist dann aufgeklafft an der Stelle. Das können wir schön damit wirklich so lange weiten, bis die ganzen Fasern, die da jetzt entlaminiert darum liegen, weg sind. Dann haben wir so einen schönen langen Riss und den können wir von der einen Seite bekleben, von der anderen Seite füllen und dann auch wieder Laminat reinlegen und dann haben wir den Riss sauber wieder geschafft und dann können wir das wieder schön schleifen, als statt wie wir es bisher hatten. Da haben wir Puckels drin und da haben wir die Puckel weggeschliffen. Ist mit diesem Werkzeug wirklich gut hinzukriegen. Dann haben wir ein Werkzeug hier. Ich will das mal öffnen. So. Auch mit Diamant belegt. Das ist ein langer Konus. Ich schätze mal, der geht von 4 mm oder 5 mm auf 0 aus. Ja, also auf sehr spitz aus, sagen wir es mal so. Und wenn wir Scale-Modellbau machen und haben bestimmte Löcher zu feilen, ja, die bestimmte Größen haben, die wir nicht bohren können, ja, also ich denke, das ist gerade mal ein Milli oder unter einem Millimeter, hier vorne an der Spitze, aber und das ist alles mit Diamant belegt. Dann kriegen wir die Löcher genau auf die Größe gefeilt, die es haben muss. Also auf Saugschmatzpassung, wenn wir das machen. Oder auch genau auf die Scale-Größe. Und das ist wunderschön. Und da der ja so einen langen Konus hat, kriegen wir sogar die Löcher, die wir dann da hineinmachen, auch dann schön zu den Kanten 90 Grad abgeflacht, indem wir die dann richtig halten. Und sehr schön. Ah, und was kann man noch machen? Man kann das öffnen, man holt es raus, dieses Werkzeug, und ersetzt es zum Beispiel mit einer noch spitzeren Spitze, die noch feiner ausläuft, ja, um quasi wirklich saubere Kanten hinzukriegen. Dann haben wir das in flach, die ist sogar keilförmig ein bisschen, als flache Feile, Diamant belegt. Und wir haben einen Konus, um zum Beispiel die Löcher dort entsprechend zu weiten. Die setzen wir hier rein, zack, und können mit denen ganz fein unsere Details machen. Und wenn wir schon bei feinen Details sind, ja, oh, die Lampe hier ist ja nicht nur eine Lampe, die man schön als Tischlampe nutzen kann, die bringt ein fantastisches Licht, ja, sondern wenn man hier diese Sonnenblende mal aufmacht, sage ich jetzt mal so, seht ihr, das ist eine Lupe. Und wenn wir dann darüber etwas reparieren, ja, und gehen dann dahin, wir können so fein arbeiten, das ist herrlich.
Also es ist wirklich, es ist ein Traum, hier durchzugucken und man sieht jeden Ritz, jeden Fehler. Gerade, sagen wir mal so, man braucht Licht am Arbeitsplatz. Ne? Sei es am Arbeitsplatz, wenn wir den als Modellflug was bauen, oder wenn man am Arbeitsplatz tagtäglich sitzt, sind diese Lampen wirklich gut nutzbar. Schaut mal, das ist alles LED, ja? Also vom Strom her ist es auch wunderbar zu nutzen. Das Licht, ja, erinnert so ein bisschen an das Licht des Zahnarztes, soll uns aber nicht abschrecken. Ja? Es ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen. Ja, der Zahnarzt hat genauso die Aufgabe, dass er tagtäglich dort Feinstarbeit leisten muss und präzise arbeiten muss, damit ja, der ganze Kauapparat funktioniert. Und bei uns ist es so, wir müssen präzise arbeiten, damit wir präzise Ergebnisse erreichen. Und wer mit präzisen Werkzeugen arbeitet, ja, wie ich es euch hier mal nur beispielhaft erkläre oder gezeigt habe, wie es hier bei Modelltechnik hier bei Krieg zu kriegen ist, oder auch hier diese Elemente, ich lege auf den Herzen. Das macht richtig Spaß. Ja? Und wie oft haben wir das? Wir gehen Material kaufen, Bohrer kaufen, irgendwie etwas gehen wir kaufen, unsere Werkstatt ein bisschen zu bereichern. Aber stellen wir doch selbst mal fest, wie oft haben wir etwas gekauft, was uns gerade gut erscheint, was auch gut im Preis war und was wir in der Ecke liegen haben, weil es kaputt gegangen ist oder weil es defekt ist oder weil es nicht für den Zweck entsprechend ist. Und geht mal bei Krieg hinein, ihr werdet sehen und ihr werdet euch wundern, was es nicht alles für schöne Sachen gibt. Und ihr habt ein Qualitätswerkzeug, mit dem ihr feinste Sachen, auch größere Sachen und die Sachen, die wir normalerweise immer brauchen für die Reparatur, dann auch an die Hand bekommt und Freude dran habt. Ja, das war es soweit, was ich euch erzählen möchte. Das ist hier vom Modelcraft und von hier die bei Krieg erhältlichen Elemente, wie dieses Wonderfill, das Form Amor und hier dieses einkomponentige, naja, so ähnlich wie Epoxidharz, ja, in Anführungsstrichen, das ist aber auf Wasserbasis gemacht. Und ich rieche mal dran. Naja, ganz leicht, aber das ist nicht zu vergleichen mit scharfen Lacken oder so. Das ist wirklich schön. Ich hoffe, ich habe euch etwas gezeigt, womit ihr in der Zukunft mal da mal ein bisschen für euch testet, mal ein bisschen rangeht. Und ja, wenn man da schon einen Spezialisten hat, der 60 Jahre Erfahrung hat, warum soll man sie nicht nutzen? Also geht mal zu Krieg rein und schaut euch das mal an. Bis dahin, euer Stefan von der Modellpilot EU, hier zu diesen feinen Werkzeugen, die uns hier Krieg da auch zur Verfügung gestellt hat. Bis dahin, ciao.